Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das My Little Box Unboxing aus dem Monat August. Und ja, als erstmal zu der Verpackung. Ist jetzt diesmal nicht ganz so mein Geschmack, aber naja, die anderen Boxen fand ich bisher immer gut, die jetzt nicht so. Aber das soll nicht so wichtig sein. Hier haben wir als erstes wieder eine Karte. Ja, einfach so eine Karte drin, keine Ahnung, finde ich jetzt auch nicht so mega. Kommt weg. Dann habe ich als allererstes diesen Beutel, der kommt mir entgegen. Und zwar ist der Beutel, kann man gut natürlich für Make-up-Aufbewahrung benutzen, ist von Kiehl's. Und das sagt natürlich schon viel aus. Da sind also Kiehl's-Produkte drin und das freut mich sehr. Ich mag die Marke Kiehl's unglaublich gern. Hab da bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht und freue mich umso mehr dann, dass da Kiehl's-Produkte drin sind. Als erstes habe ich hier so eine Karte. Was ist das? Keine Ahnung, irgend so eine Karte, wo Dinge draufstehen. Ich habe keine Ahnung, was das soll, was das sein soll. Ich brauche es nicht. Stehen irgendwelche Informationen drauf. Hier sind so die üblichen Karten, wo alles draufsteht. Die kommen auch direkt weg. Und dann fangen wir an. Ich ziehe mal hier was raus. Als erstes habe ich hier von Kiehl's natürlich, sehr cool, die Nourishing Olive Fruit Oil Shampoo, beziehungsweise das Oil Shampoo, so. Ist so ein kleines Shampoo, wirklich nicht viel drin. Ich finde gerade nicht, 30 Milliliter sind das. So sieht es aus. Aber ich freue mich trotzdem, wie gesagt, Kiehl's ist nicht die günstigste Marke. Und da teste ich sehr gerne Produkte aus. Und da ich das sowieso nicht für die gesamten Haare benutze, sondern nur so für die Längen, wisst ihr ja, freue ich mich da. Und das wird mir vielleicht auch ein bisschen reichen. Ich habe ja jetzt auch wieder Haare gefärbt, wenn ihr es vielleicht seht. Und sie sind ein ganzes Stück kürzer. Die gingen mir sonst bis fast unter der Brust. Und jetzt sind sie für mich schon sehr, sehr kurz. Aber muss auch mal sein, meine Haare waren sehr kaputt. Ich hoffe natürlich, dass dieses Shampoo sehr, sehr gut ist. Aber es ist von Kiehl's. Ich glaube fast schon. Ich ziehe das nächste raus. Da ist ebenfalls von Kiehl's drin der Ultra Facial Toner. Einfach ein ganz normaler Toner, wo ihr so übers Gesicht gehen könnt, um das Gesicht weiter zu reinigen. Kann man immer gebrauchen und da freue ich mich ebenfalls drauf. Ja, hört sich sehr flüssig an. Gut. Auch, nee, diesmal sind das 40 Milliliter. Das letzte Produkt von Kiehl's ist das Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, beziehungsweise die Ultra Facial Hydrating Mask for all skin types. Also einfach eine Gesichtsmaske für nachts. Also für mich ist dann eine ganz normale Gesichtscreme, muss ich sagen. Ja, Overnight Hydrating Mask. Bin ich gespannt drauf, ob die wirklich viel bringt oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja, for healthy looking skin. Hat jetzt auch nicht so viele Ingredients drin. Ja. Freue mich drauf. Und dann kommen wir zu dem letzten Produkt, was in diesem Beutelchen erstmal ist. Und das ist ein dekoratives Produkt von der Eigenmarke von My Little Beauty, glaube ich. Ist ein Blush, ein Creme Blush. So sieht es aus, finde ich sehr süß. Und so sieht der Blush aus. Eine sehr, sehr schöne Alltagsfarbe ist. Hat das eine Bezeichnung? Nee, ich finde jetzt keinen Farbnamen leider. Schade. Aber ich swatch euch den doch gerne mal. Auf meiner Hand. Hier, so sieht es aus. Finde ich einen sehr schönen Alltagston. Kann man immer gut gebrauchen. Produkt riecht nicht. Fand ich auch gut. Ich finde es manchmal sehr störend, wenn die Produkte so, ne, etwas riechen, weil es einfach unnötig ist im Gesicht. Wozu benutze ich Parfum und so? Ne? Ich brauche da keinen Geruch im Gesicht. Finde ich sehr, sehr cool, freut mich. Also das sind bis jetzt auf jeden Fall alles Produkte, über die ich mich sehr, sehr freue. Und ihr wisst ja, die letzten My Little Boxen haben mich jetzt nicht so krass überzeugt. Die waren nicht schlecht, aber ich war auch nicht so überzeugt. Und dann kommen wir schon zum nächsten Produkt. Und zwar ist das richtig cool. Das ist einfach so ein Kettenaufhänger, sage ich jetzt mal. Was steht dazu? Schatzfänger. Hier seht ihr ein Bild, wie das dann aussehen könnte. Mit so ein paar Ketten, Ohrringen und so drauf. Hänge deine neue Kette oder einen anderen tollen Klunker an diesen stylischen Schmuckhaken. Er lässt dich direkt an deine Schlafzimmerwand, Badezimmerfliesen kleben. Oder wo auch immer du deine schicken Accessoires griffbereit brauchst. Kleben? Kleben würde ich den jetzt nicht, aber gut. Ist hier drin noch was? Nö. Also wie gesagt, das hängt an so einem Seilkordel, sage ich mal. Und dann könnt ihr es einfach aufhängen. Ich werde es auf jeden Fall in meiner neuen Wohnung dann unterbringen.
Allerdings werde ich das hier dann vielleicht eher kupferfarben ansprühen, dann passt es besser in meine Wohnung rein. Aber ich denke auf jeden Fall, dass das zum Einsatz kommt, weil ich finde das, glaube ich, ganz süß. Dieses geometrische Muster so und dann hängen da so ein paar Sachen dran. Finde ich, glaube ich, ganz schön, auch dekorativ sehr. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das ist passend zu dem Schmuckhalter. Eine Kette hier drin, die passt leider nicht dran, das habe ich schon mal getestet. Die würde jetzt nicht an den Halter passen, was ein bisschen komisch ist, aber ist ja auch halb so wild. Es geht um diese Kette hier und die finde ich sehr, sehr schön. Eine Statement-Kette. Ich dachte erst, ich habe schon mal ein Video dazu gesehen, dass die schwarz wäre, aber die ist so grünlich. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut, ist grün. Und dann hier so Gold und so eine weiße Kordel. Hat einen coolen Verschluss, also den muss man, ich weiß nicht, wie ihr es seht, erst so drehen und dann kannst du ihn hochnehmen. Das ist halt mit Magnet, also ich glaube, das hält ganz gut. Und ich kann es ja einfach mal ummachen. Passt jetzt vielleicht nicht zu diesem Look, aber an sich sieht die ganz schön aus, hat eine schöne Länge, finde ich. Ja, gefällt mir ganz gut, aber jetzt nicht zu diesem Look, den ich hier trage, obwohl das Grün, glaube ich, ganz gut zu meinem Augen-Make-up passt. Ja. Das war die My Little Box und ich muss wirklich sagen, es ist eine der besten My Little Boxen, die ich hatte, weil ich finde jedes einzelne Produkt daraus richtig, richtig toll und ja, für mich ist es persönlich jetzt eine ganz, ganz tolle Box. Ich kann mit jedem Produkt etwas anfangen, ob es jetzt dekorativ ist, diese Accessoires oder auch die Pflegeprodukte. Ich finde jedes einzelne sehr, sehr gut. Vielleicht bei den Pflegeprodukten auch fast nur, weil es von Kiehl's ist, weil es von einer Marke ist, die ich halt sehr gerne mag. Aber nichtsdestotrotz finde ich das wirklich eine sehr, sehr gelungene Box und ich bin gespannt. Eine Freundin von mir, die mit mir zusammen zur Berufsschule gegangen ist, hat diese Box wegen mir auch abonniert. Also sie hat die, glaube ich, bei mir öfter mal gesehen, beziehungsweise habe ich sie ihr empfohlen. Und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Da muss ich gleich erstmal nachfragen. Aber ich finde die Box wirklich richtig, richtig toll. Und ja, schade, das Unboxing ist schon wieder vorbei. Aber wir haben ja öfter mal welche auf meinem Kanal. Von daher sehen wir uns dann beim nächsten wieder. Bis dann!